Hallo Leute, willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video mal keine Backwaren, sondern mal eine Tüte von Too Good To Go. Die habe ich diesmal bei der Confiserie Hustle geholt. Das ist eine Tüte, die ich für 10 Euro geholt habe oder knapp 10 Euro. Und sie soll einen Wert beinhalten von 30 Euro. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Vorne steht sogar noch drauf, dass etliche andere Waren, die eben nicht zum Verzehr geeignet sind, nicht berechnet worden sind. Das heißt, da muss ja echt viel drin sein, oder? Als allererstes habe ich hier eine Tüte voll mit essbarem Ostergras. Probiere ich mal. Ja. Oh. Okay. Ist auf jeden Fall essbar, aber ich denke, echtes Gras schmeckt besser. Mir gefallen die Süßungsmittel einfach nicht da drin. Als nächstes habe ich dann Fondant Dotter-Eier, feines Fondant, getaucht in feine herbe Zartbitterschokolade. Riecht nicht nach viel, ein bisschen kandiert vielleicht. Probiere ich auch mal. Hm. Leckerer Fondant, wie ich finde. Schmilzt total im Mund. Echt geil, die Zartbitterschokolade geht ein bisschen unter, weil das insgesamt ziemlich süß ist. Aber sonst, ja, ist eigentlich ganz lecker. Kann man halt nur eins essen, aber dafür sind auch nur 8 Stück in der Packung. Als nächstes habe ich hier eine Tasse mit einem grünen Hasen drauf und der ist gefüllt mit stagnolierten Schokoeiern. Da ist so ein Plastikbecher noch drin. Probiere ich das Ganze auch mal hier, nicht die Tasse offensichtlich. Hm. Das schmeckt bis auf die Tasse jetzt nichts Außergewöhnliches. Leckere Vollmilchschokolade. Punkt. Als nächstes habe ich hier ein Amaretto Kaffee-Ei. Sieht schön verziert aus, wie ich finde. Halt auch so ein bisschen Schokosplitter da drauf. Und gefüllt auch echt gut. Probiere ich das Ganze mal. Ah, riecht auch schon so nach Amaretto. Also das Ei schmeckt auch super. Ich vermisse halt nur den Kaffeegeschmack, der ist gar nicht vorhanden. Aber schmeckt lecker nach Amaretto, sag ich mal. Also eine lecker zart schmelzende Creme da drin. Und ja, schön leckere Zart-Bitterschokolade. Passt. Als nächstes habe ich dann hier einen Osterkorb in Blau. Da sind so Schokoeier drin und ein Schokohase. Den Schokohasen wollte ich jetzt nicht auspacken. Dann probiere ich mal eins dieser Schokoeier, die dabei liegen. Auch wieder super leckere Vollmilchschokolade. Schmeckt halt anders als die kleinen Eier, aber trotzdem lecker. Dann zu guter Letzt habe ich noch eine weitere Ostertüte. So eine kleine mit 2 Süßigkeiten-Tüten drin. Ja, ich probiere dann einmal die Schokokugeln. Ach, das sind übrigens Schokokugeln mit Haselnuss drin. Also die schmecken so ein bisschen, wie als hätten sie Haselnuss-Krokant da drin. Aber auch super lecker. Natürlich ist die Vollmilchschokolade nicht so extrem. Super leckerer Haselnussgeschmack. Cool. Zu guter Letzt probiere ich dann mal hier die Gummibärchen, die auch mit in der Tüte hier waren. Ich probiere mal rot. Mhm. Ein bisschen weicher wie die Haribo Goldbeeren, aber wirklich lecker geschmacksintensiv. Und gar nicht so süß, wie ich dachte. Also echt cool. Das war es auch schon mit der heutigen Tüte von Too Good To Go von der Hustle Confiserie. Also ich weiß nicht so recht, ob das die Wertigkeit hat von 30 Euro. Irgendwie für mich jetzt nicht so, sehe ich jetzt nicht. Aber trotzdem alles noch super lang haltbar und echt lecker. Ich finde, das ist voll in Ordnung. Hab ja auch nur 10 Euro bezahlt. Dafür geht's voll klar, wie ich finde. Das war dann mein heutiges Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like und einen Kommentar da. Oder was auch immer, schreibt mir einfach, was ihr davon haltet. Findet ihr, dass das hier 30 Euro wert ist? Also minus die Tasse natürlich. Lasst mich einfach mal wissen und ansonsten sehen wir uns bis bald bei Schmackofatz. Sondern einmal wieder ein Too Good To Go Video, wo ich nochmal neu starten muss. Nochmal neu. Im heutigen Video habe ich für euch eine Too Good To Go Tüte nochmal neu. Hallo Leute, willkommen zum... Es ist mir zu warm.
Einfach 26 Grad hier drin, das ist einfach nicht normal. Als erstes habe ich essbares Ostergras. Ich meine, wen freut's nicht? Was nochmal? Als erstes habe ich hier essbares Oster, nochmal neu. Als nächstes habe ich Fondant Dottereier. Das sind so das Einzige, was ich ein bisschen zu... bis auf die Tasse... bis auf die Tasse nix. Was? Und zu guter Letzt probiere ich dann mal die Haribos, hoppala. Das war dann mein heutiges Video. Wenn euch das... wer denkt nicht sofort bei Hustle an richtig Insolvenz, Schokolade meine ich. Ja, die haben clevererweise überall den Preis abgemacht, dass man nicht nachrechnen kann. Ja, die Schlawiner so, da ist natürlich mies, ne? Kann man nur ahnen.